Wie spät steht Valerie morgens auf? Später als ich auf jeden Fall. Zwischen 7 und 10. Um 8. Wie trinkt Valerie ihren Kaffee? Mit Milch. Und sie trinkt viel Kaffee. Mit Milch. Trinkt Valerie lieber Bier oder Wein? Bier. Bier. Was ist der liebste persönliche Gegenstand von Valerie? Ihr neues Fahrrad. Mein Laptop, weil da ganz viele Fotos drauf sind. Da habe ich alle auf einmal. Bei welchem Disney-Film muss Valerie weinen? Ich befürchte bei allen. König der Löwen. Was macht Valerie richtig sauer? Wenn ganz viele Dinge zusammenkommen, die schief gehen und sie dann eben verzweifelt, weil alles schief gegangen ist. Also im Großen machen mich Ungerechtigkeiten sauer, die ich nicht nachvollziehen kann. Wenn halt einfach irgendwie was passiert, wenn Menschen unreflektiert zueinander sind und ich so bin, warum? Und dann will ich sie anschreien. Und auf der anderen Seite, im Kleinen macht mich zum Beispiel sehr, sehr sauer, wenn ich Musik höre und mich hinhocke und dann aufstehe und dann verheddert sich dieser Kopfhörer an meinem Knie. Und das passiert so oft und das macht mich ganz kurz wirklich sehr, sehr, sehr wütend. Welche Musik bevorzugt Valerie? Schlager oder Popmusik? Ich würde sagen, weder noch, aber eher Pop. Was ganz anderes, Techno. Was ist Valeries Lieblingskirchenlied? Laudato si. Laudato si, o mio Signore, laudato si. Was aber auch sehr cool ist, ist danke für diesen guten Morgen, danke für diesen neuen Tag. Was macht Valerie, wenn sie mal Ruhe braucht? Sich zurückziehen, die Kopfhörer in die Ohren und irgendwo ins Café setzen und einen guten Kaffee trinken. Also wirklich Ruhe brauche ich nicht, aber wenn ich mal runterkommen will, dann treffe ich mich entweder mit Freunden, trinke Bier und gehe danach tanzen. Oder ich lese was, höre einen Podcast, höre Musik. Wofür gibt Valerie am meisten Geld aus? Also Valerie ist ein sparsamer Mensch und auch sehr ökonomisch und ökologisch veranlagt. Deswegen davon das meiste ist vielleicht tatsächlich Technik für ihren Job. Essen und Trinken. Mit Abstand. Wer ist Valeries größtes Vorbild? Das ist eine schwierige Frage, die ich Sie auch schon gefragt habe und wo ich noch nicht ganz durchgestiegen bin, aber ich hoffe, bis zum Ende des Jahres das rauszukriegen. Ich finde Margarete Stokowski ganz großartig. Das ist eine Kolumnistin vom Spiegel Online, die früher bei der Taz war. Großartige Schreiberin, Feministin, sau cool. Was glaubst du, hat Valerie am meisten an dir selbst überrascht? Ich glaube, dass das, was ich sage und was ich vertrete, die kirchliche Lehre auch und den Glauben, dass das manchmal nicht übereinstimmt mit dem, wie sie mich erfährt. Während seines Studiums nach Hamburg war er DJ und hat in der Studentenbar da immer am Wochenende die Musik aufgelegt. Ich weiß nicht, ob die Musik gut war, das kann ich noch nicht beurteilen, aber er hat Musik aufgelegt und war DJ. Welche Erkenntnis hat Valerie schon aus diesem Projekt gewonnen? Dass wie die Kirche von innen aussieht, also dass die Kirche lebendig sein kann und froh sein kann und jung sein kann und dass viele Dinge, die wir im Glauben leben und erfahren, ja wirklich lebensnah und eine Relevanz haben. Dass ich vielleicht ruhiger werde, wenn ich mit Menschen umgehen muss und kann, die einfach eine andere Meinung haben als ich und dass mir das hoffentlich dann später auch viel bringt, weil man ja auch nur so irgendwie weiterkommt. Welche Rückmeldungen auf das Projekt hat Valerie aus Ihrem persönlichen Bekanntenkreis schon bekommen? Ich weiß, dass es viele Rückmeldungen gibt, dass sie in viele Gespräche hinein verwickelt wird über den Glauben. Ich weiß aber nicht, wie konkret eigentlich diese Rückmeldungen sind. Alle finden es spannend durchweg, haben selbst auch Fragen an den Priester. Einige meinten, okay, jetzt muss man wieder... Spricht doch jetzt noch das mit der Homosexualität an, spricht doch, also haben so ein paar Punkte, die einfach noch angerissen werden sollen. Angenommen, wenn das Projekt jetzt schon zu Ende wäre, was würde Valerie am meisten vermissen? Ich würde sagen, die Menschen, die sie hier immer mehr kennengelernt hat und auch lieben gelernt hat. 2 Wochen hier in Rooksville zu sein und so ein bisschen runterzukommen, Zeit zur Arbeit zu haben und dann mit dem Fahrrad auf den Feldern rumfahren zu können. Und was würde Valerie so gar nicht vermissen? Also ich würde sagen, so das Landleben und der Mangel an
Möglichkeiten, sich als junger Mensch hier irgendwie auszutoben? Vielleicht Samstagabend im Bett zu liegen, wenn ich weiß, meine Freunde sind in Berlin unterwegs. Aber auch das ist verkraftbar. Worin besteht für Valerie das größte Risiko bei diesem Projekt? Dass sie sich noch mehr, vielleicht sogar als ich, selbst offenbart und ihre Schwächen, ihre Disposition, das, was sie beschäftigt, ihre alles halt zeigt und darauf vertrauen muss, dass es keine negativen Auswirkungen für sie hat. Also die größte Gefahr ist eigentlich, dass wir dann am Ende auseinandergehen und irgendwie gar nichts mitnehmen. Und dadurch, dass ich jetzt schon was mitgenommen habe, mindestens, vielleicht hoffentlich noch ein bisschen mehr, dass Franziskus halt gar nichts mitnimmt. Glaubst du, Valerie würde noch einmal so ein Projekt machen? Ja, würde ich schon sagen. Ja. Was denkst du, denkt Valerie bei manchen Antworten von dir als erstes, so als impulsive Reaktion? Ich würde sagen, bei den meisten Antworten wird sie schon denken, ja, das dachte ich mir schon so, dass er so antwortet. Aber ich kann nicht in sie reinschauen, vielleicht ist es auch andersrum. Was denkst du, wie läuft es aus der Sicht von Valerie zwischen euch beiden? Dass wir ein gutes Team sind, dass wir uns gut verstehen, aber noch nicht gut genug kennen. Ich glaube, ganz gut. Wir müssen eine Zeit irgendwie füreinander finden. Oder er hat vor allen Dingen nicht irgendwie seinen Arbeitsalltag integrieren, was halt einfach nicht leicht ist. Glaubst du, du erreichst Valerie mit deinen Antworten und Argumenten? Teilweise ja. Deinen Argumenten nicht, aber wenn wir Argumente darauf beziehen, ja, auf eine Logik, etwas Rationales, aber wenn er mir beschreibt, wie es ist zu glauben für ihn und was ihm bedeutet, klar, das kommt dann irgendwie an. Also auch wenn das jetzt nicht unbedingt einen unmittelbaren Auslöser bei mir persönlich hat oder das mir genauso gehen sollte, kommt es zumindest an. Wofür willst du jetzt das letzte halbe Jahr noch nutzen? Ich möchte, so gut es geht, Valerie noch kennenlernen, was nicht so einfach ist, aufgrund meiner Aufgabe hier in der Gemeinde. Wir haben also wenig Zeit miteinander eigentlich im Endeffekt. Und ich hoffe einfach, dass ich sie noch besser kennenlernen kann.